Wir fassen hier sämtliche trigonometrischen Grundkenntnisse aus früheren Tutorials zusammen. Zuerst werden wir einen Winkel Alpha im trigonometrischen Kreis einzeichnen und dieser Winkelschenkel bestimmt auf den trigonometrischen Kreis diesen Punkt P, der nur vom Winkel Alpha abhängt, denn P ändert, wenn man Alpha verändert. Die Abszisse von diesem Punkt hängt auch nur von Alpha ab, man hat sie Cosinus von Alpha genannt. Die Ordinate von dem Punkt hängt ebenfalls von Alpha ab, man hat sie Sinus von Alpha genannt. In diesem blauen rechtwinkligen Dreieck hier können wir den Satz des Pythagoras anwenden, der dann sofort die Grundformel der Trigonometrie bestimmt. Die eine Kathete im Quadrat plus die zweite Kathete im Quadrat ergibt die Hypotenuse im Quadrat. Das Quadrat von 1 ist 1. Grundformel der Trigonometrie. Der Tangens von einem Winkel Alpha ist definiert als Sinus Alpha geteilt durch Cosinus von Alpha und im trigonometrischen Kreis hier zu erkennen. Immer auf dieser Vertikalen, die durch 1, 0 geht, niemals auf der Vertikalen, die durch minus 1, 0 geht, denn dann würde das Vorzeichen vom Tangens nicht stimmen. Der Kotangens ist definiert als Cosinus geteilt durch Sinus von Alpha und somit ist der Kotangens von Alpha automatisch auch der Kehrwert vom Tangens von Alpha. Kotangens von Alpha ist auf dem trigonometrischen Kreis hier zu erkennen, als Abszisse von diesem Punkt. Immer auf dieser horizontalen Geraden, niemals auf dieser hier. Okay, wir werden jetzt hier sämtliche trigonometrische Werte einbauen, die wir im trigonometrischen Kreis ablesen können. Stellen wir uns zum Beispiel vor, Alpha gleich 0 Grad. Ich stelle das jetzt hier auf 0. Dann stellen wir sofort fest, dass der Sinus von 0 0 sein muss, der Cosinus von 0 ist 1, der Tangens von 0, das macht 0, und den Kotangens von 0, den gibt es nicht. Stellen wir jetzt alles auf 90 Grad. So, auch hier sehen wir sofort, der Sinus von 90 Grad, das macht 1, der Cosinus von 90 Grad ist gleich 0, der Tangens von 90 Grad, den gibt es gar nicht. Und Kotangens von 90 Grad, das ist 0. Übrigens, bei 360 Grad müssen die trigonometrischen Werte gleich zu denen bei 0 Grad sein. Also bei 360 brauchen wir diese Zahlen nur abzuschreiben. Wohlbemerkt, bei Kotangens ist es keine Zahl, sondern eine Unmöglichkeit. Bei 180 Grad stellen wir das weiter auf 180 ein. So, wir sehen sofort, dass der Sinus von 180 Grad 0 sein muss. Der Cosinus von 180 Grad ist minus 1. Der Tangens von 180 Grad, das macht 0. Und den Kotangens bei 180 Grad, den gibt es nicht. Also, diese 1, 2, 3, 4 mal 4, diese 16 Werte brauchen wir nicht auswendig zu behalten. Es reicht, im trigonometrischen Kreis gut ablesen zu können. Jetzt schauen wir für diese Werte da. Auch diese kann man ungefähr im trigonometrischen Kreis ablesen oder man wendet folgenden kleinen Trick an. Man schreibt für diese drei Werte Sinus, immer Quadratwurzel von geteilt durch 2. Und unter dieser Wurzeln setzen wir die drei Zahlen 1, 2 und 3. So erhalten wir dann hier Sinus von 30 Grad, das ist Wurzel 1 geteilt durch 2, also ein halbes. Sinus von 45 Grad, das ist Wurzel 2 halbe, diese Zahl kann man nicht einfacher schreiben. Und hier ist es Wurzel 3 halbe. Diese Cosinuswerte sind genau dieselben Zahlen wie die, nur in der umgekehrten Reihenfolge geschrieben.
Um Tangens zu bestimmen, nehmen wir die Definition Sin geteilt durch Cos. Also, um den Tangens von 30 Grad zu bestimmen, berechnen wir Sinus von 30 Grad geteilt durch Cosinus von 30 Grad. Ein halbes geteilt durch Wurzel 3 halbe, das macht Wurzel 3 Drittel. Eine Zahl geteilt durch sie selbst, das macht immer 1, außer bei 0 geteilt durch 0. Und diese Zahl geteilt durch ein halbes, das macht Wurzel 3. Die Werte für Kotangens, das sind genau dieselben wie diese drei Tangenswerte, nur in umgekehrter Reihenfolge geschrieben, also hier Wurzel 3, hier 1 und hier Wurzel 3 Drittel. Jetzt mache ich mal hier diese trigonometrischen Zahlen weg, so, und zeichne jetzt mal den Winkel 90 Grad minus Alpha. Wenn das hier der Winkel Alpha ist, dann ist dieser Winkel 90 Grad minus Alpha. Schön durch Schieberegler zu erkennen, der braune Winkel ist immer 90 Grad minus der rosa Winkel, der Magenta-Winkel. Schauen wir mal Sinus von 90 Grad minus Alpha. Das ist selbstverständlich genau dieselbe Zahl wie Cosinus von Alpha. Im trigonometrischen Kreis ist das leicht zu erkennen und rechtfertigen kann man das durch Achsenspiegelung gegenüber dieser Achse mit kartesischer Gleichung y gleich x. Somit können wir sehr leicht solche Formeln im trigonometrischen Kreis erkennen und wir brauchen die nicht auswendig zu behalten. Es gibt deren sowieso so viele, dass man sich beim puren Auswendiglernen wahrscheinlich vertut. Braucht man alles nicht. Es reicht, im trigonometrischen Kreis richtig zu schauen, um solche Formeln deutlich zu erkennen. Der kleine Professor weist darauf hin, look and see. Das muss reichen. Wir fassen jetzt noch unsere trigonometrischen Erkenntnisse in Dreiecken zusammen. In jedem rechtwinkligen Dreieck gilt, dass die Summe der zwei Spitzenwinkel Pi halbe beträgt. In einem rechtwinkligen Dreieck gilt selbstverständlich auch der Satz des Pythagoras, so wie diese vier trigonometrischen Formeln, aber Vorsicht, die dürfen wir nur in einem rechtwinkligen Dreieck anwenden. Der Sinus eines Spitzenwinkels, hier Alpha, ist immer gleich zur Gegenkathete geteilt durch die Hypotenuse. Der Cosinus von einem Spitzenwinkel, das ist immer die Ankathete geteilt durch die Hypotenuse. Der Tangens eines Spitzenwinkels, das ist immer die Gegenkathete geteilt durch die Ankathete. Und der Kotangens eines Spitzenwinkels, das ist immer die Ankathete geteilt durch die Gegenkathete. In einem beliebigen Dreieck haben wir auch trigonometrische Formeln. Und zwar, zuerst einmal ist die Summe der drei Innenwinkel immer gleich zu Pi Radiant, 180 Grad. Wir wissen auch, dass man den Flächeninhalt von einem beliebigen Dreieck immer berechnen kann durch Basis, hier klein a, mal Höhe, h, geteilt durch 2. Man kann den Flächeninhalt aber auch trigonometrisch berechnen durch diese Formel. Der Flächeninhalt von einem Dreieck, das ist immer die Länge einer Seite mal die Länge einer zweiten Seite mal Sinus des Winkels, den die zwei gewählten Seiten bilden, geteilt durch 2. In einem beliebigen Dreieck gilt auch die Sinusregel, die besagt, die Länge einer Seite geteilt durch den Sinus des gegenüberliegenden Winkels ist unabhängig von der gewählten Seite. Was also heißt, a geteilt durch Sinus von Alpha, das ist genau dieselbe Zahl wie b geteilt durch Sinus von Beta und auch dieselbe Zahl wie c geteilt durch Sinus von Gamma. Das ist die Sinusregel. Die Cosinusregel in einem beliebigen Dreieck sagt aus,
Eine Seite im Quadrat ist immer gleich zur Summe der Quadrate der zwei anderen Seiten, wovon man das Produkt vom Doppelprodukt dieser zwei anderen Seiten mit dem Cosinus des Winkels, den diese zwei anderen Seiten bilden, abzieht. Wenn der Winkel Alpha zufälligerweise 90 Grad wäre, dann würde dieser Term hier entfallen und dann stünde da a² gleich b² plus c². Das heißt, der Satz des Pythagoras in einem rechtwinkligen Dreieck. Aus dem Grund nennt man diese Formel hier auch allgemeiner Satz des Pythagoras. In Frankreich nennt man diese Formel Formel des Al-Kaschib, arabischer Mathematiker.